Vor einigen Monaten las ich das Statement eines christlichen YouTubers und das machte mich nachdenklich. Der gute Mann formulierte es schlicht und ergreifend in einem Satz: Dein Dienst für Gott ist nicht dasselbe wie deine Beziehung zu Gott. Ich finde das sehr hilfreich, um zu unterscheiden. Geht es mir um meine Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus? Geht es mir um meinen Kontakt zu der Quelle, aus der ich täglich lebe? Oder geht es mir um einen Dienst, den ich an einem Ort verrichte, an dem Gott mich stellt? Beides gehört irgendwie zusammen, ist aber auch nicht ganz dasselbe. Vielleicht gehörst du ja zu denen, die sich nicht sicher sind, was es genau heißt, mit Gott in Beziehung zu leben oder deinen Weg mit Jesus zu gehen. Bist du einer von denen, dann erinnere ich dich daran, dass wahrscheinlich auch du deinen Dienst tust an dem Ort, wo sich dein Leben abspielt. In der Familie, im Beruf, vielleicht auch in der Freizeit, in der Familie oder Freunden. Oder du bist entschieden unterwegs mit dem Herrn. Mit Jesus durchs Leben zu gehen, ist für dich eine ausgemachte Sache. Und dass der Herr dir deinen Platz zeigt für deinen Dienst in der Gemeinde oder woanders, das ist dir vertraut. Egal, ob du Gott zum ersten Mal begegnest oder zum 100. Mal, Jesus sieht in dir viel mehr als seinen Diener. Er sieht dich als ganze Person, als ganzen Menschen. Liebend gern will Jesus dich gebrauchen mit Diensten, die du für ihn tun kannst. Darüber hinaus will Jesus noch viel mehr Zeit mit dir verbringen, Zeit in seiner Gegenwart, hier in diesem endlichen Leben und später in der Ewigkeit. Im hinteren Teil der Bibel, im Neuen Testament, berichtet der Evangelist Lukas davon, dass Jesus zu Gast ist bei zwei Frauen. Die beiden heißen Maria und Martha. Sie machen genau das konkret, worüber ich hier gerade spreche. Als Jesus diesen beiden Frauen begegnet, befindet er sich gerade auf der wichtigsten Reise seines Lebens. Er ist unterwegs auf seiner letzten Reise nach Jerusalem. Dort wird er am Kreuz sterben und von den Toten auferstehen. Im Anschluss daran wird es eine nie dagewesene Erweckung geben, die das ganze Land und die damals bekannte Welt erschüttert. Menschen werden sich zu Jesus bekehren oder auch von ihm abgestoßen sein. Hier erst einmal auf dieser Reise nach Jerusalem sind diese großen, gewaltigen Dinge noch nicht ersichtlich. Jesus, der Wanderprediger, ist unterwegs und der Stadt schon recht nah. Er kommt in ein Dorf namens Bethanien und dort kehrt er ein bei den beiden Schwestern Maria und Martha. Im 10. Kapitel bei Lukas heißt es dazu ab Vers 38: Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus ist eingekehrt in einem Haus, begegnet zwei Frauen und diese beiden Frauen verhalten sich unterschiedlich. Die eine heißt Maria. Sie sitzt Jesus zu Füßen und hört zu, was er zu sagen hat. Die andere heißt Martha. Martha hat Jesus ins Haus eingeladen. Sie tut, was Menschen zu tun pflegen, denen Gäste ins Haus kommen. Ich stelle es mir so vor: Das Essen muss bereitet werden. Jemand muss Gemüse schneiden, den Ofen vorheizen, Geschirr bereitstellen. Jemand muss den Tisch decken. Ist der Tisch überhaupt schon gewischt? Jesus war den ganzen Tag unterwegs und möchte übernachten. Auch das Gästebett muss jemand herrichten. So ist das bei Besuch. Das ist ein großer Grund zur Freude und außerdem Anlass für eine extra lange To-Do-Liste. Kommen Gäste, muss einiges erledigt werden.
Martha ist Jesus zu Diensten. Hoch engagiert, mit vollem Einsatz, vollem Elan, den Kopf voll mit tausend Dingen. Ich glaube, sie hat ein gutes Händchen für ihren Dienst. Ich glaube, sie überblickt ihren Haushalt auch sehr gut. Und trotzdem, irgendwas fehlt. Jesus, dem sie dient, ist im Haus und tut das, was er sowieso täglich tut. Er predigt und lehrt Gottes Wort. Und Maria, Marthas Schwester, sitzt ihm zu Füßen und hört zu. Maria, die auch in diesem Haus wohnt, die ganz genau wissen müsste, wo jetzt anzupacken wäre und zwei Hände frei hat, diese Maria sitzt rum und lauscht. Mir fällt an dem, was Lukas berichtet, auf, dass Martha keine Freude hat an ihrem Dienst. Sie müht sich, sie sorgt sich und dann sieht sie ihre Schwester da rumsitzen und die tut nichts. Wie es aussieht, bekommt Martha deswegen schlechte Laune. Sie ist nicht bloß unzufrieden mit ihrer Schwester, sondern auch mit Jesus. Vor Jesus macht Martha ihre Unzufriedenheit kund und sagt, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Evangelist Lukas verliert in dieser Geschichte kein Wort darüber, dass Jesus die Frauen zu irgendeinem Dienst beauftragt hätte. Martha hat Jesus im Haus aufgenommen. Das ist alles, was wir erfahren. Der ganze Stress, den Martha sich auflädt, ist selbst auferlegte Mühsal. Jesus hat es ihr nicht geboten. Er hat nicht zu Martha gesagt, tu dies, pack mal hier mit an oder ähnliches. Johannes Hartel, kennen manche vielleicht aus dem Gebetshaus Augsburg, hat es mal so ausgedrückt. Maria investiert viel Mühe darin, eine Pizza zu backen, die Jesus gar nicht bestellt hat. Martha tut ihren selbst auferlegten Dienst aus Eigenmotivation. Sie hat den prominenten Gast zu sich ins Haus geholt. Nun fühlt sie sich verpflichtet, ihm das volle Programm zu bieten. Ich glaube, dass Martha sich sehr danach sehnt, dass Jesus ihren Dienst wertschätzt. Dass er zu ihr sagt, Martha, das hast du gut gemacht. Oder Martha, ich danke dir für deinen Einsatz. Das kann ich nachvollziehen. Ich mag es, sobald jemand mich für meinen Einsatz wertschätzt und du vielleicht auch. Gleichzeitig frage ich mich, ob das Martha wirklich glücklich machen würde. So wie ich sie bisher kennengelernt habe, befürchte ich, dass so ein Kompliment für sie keine große Hilfe wäre. Es wäre wahrscheinlich keine Hilfe für sie, auch mal Frieden zu finden bei dem, was sie tut. Ich mache mir Sorgen um Martha, dass sie auch dann nach so einem Kompliment sich weiter verausgaben würde bis zur Erschöpfung. Und das Resultat ist, wie wir sehen, eine verstimmte Martha. Sie ist verstimmt, nicht bloß wegen ihrer Schwester, die rumsitzt und nichts tut, sondern auch Jesus enttäuscht sie. Haltet ihr mal folgende Situation vor Augen. Da ist ein Tisch, der muss gedeckt werden. Du merkst es und du deckst ihn. Oder du deckst den Tisch, nachdem dich jemand darauf aufmerksam macht. Das ist gut und richtig so. Gebietet es die äußere Sachlage, legen es die Umstände dir nahe, dann handle den Umständen entsprechend. Was ich nun bei Martha wahrnehme, ist eine Neigung, die sich leicht triggern lässt, loszulegen und aktiv zu werden. Martha lässt sich triggern, aktiv zu werden, auch obwohl es keiner sagt und die Umstände keinen Druck zum Handeln erzeugen. Martha hat nicht so sehr die Situation im Hier und Jetzt im Blick, sondern in erster Linie sich selbst. Sie hat einen Drang, sich und anderen zu beweisen, dass sie unentbehrlich ist und dass allein mit ihrem Einsatz der Laden hier im Hause läuft. Vielleicht will sie auch zeigen, dass sie besser merkt, was zu tun ist, als ihre vermeintlich faule Schwester. Sie will auf jeden Fall Anerkennung und Auszeichnung dafür haben, dass Jesus eine gute Zeit bei ihr daheim hat. Am Ende ist sie diejenige, die schlechte Laune hat. Also merkst du was? Hier passt etwas nicht zusammen. Martha nimmt sich vor, gute Dinge zu tun, Dinge, die richtig und wichtig sind. Und am Ende ist sie verstimmt und enttäuscht von anderen Menschen.
Bei Martha macht sich eine Unstimmigkeit bemerkbar. Ihre Aktivität und ihre Motivation passen nicht zusammen mit der Frucht, die sie erzeugen. Vielleicht kennst du ja auch aus deinem eigenen Leben solche Trigger. Du hast einen Drang, aktiv zu werden, du hast gut gemeinte Motive und am Ende des Tages machst du es dir selbst schwer und vielleicht sogar noch anderen. Bei Paulus lese ich, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich merke es an mir selber. Ich habe etwas gesagt oder getan, was gut gemeint war und es kam nicht an. Es wurde noch nicht einmal gebraucht. Was bleibt dann noch übrig von meiner guten Gesinnung, nachdem ich anschließend sauer bin auf mich selbst und auf andere und enttäuscht um mich selber kreise? Marthas Schwester Maria schafft es irgendwie, ohne sich dafür anzustrengen, ein Gegenbild zu bieten zu dem Frust, dem Martha sich auflädt. Was tut die Maria? Martha würde sagen, sie tut nichts. Ich möchte mit dir jetzt mal Marias vermeintliches Nichtstun etwas näher betrachten. Maria sitzt dem Herrn zu Füßen, wie Lukas schreibt, und hört seiner Rede zu. Das ist alles andere als banal und selbstverständlich. Und das sage ich jetzt nicht über die beiden Schwestern, bei denen Jesus zu Gast ist, sondern das sage ich über uns. Wir leben in einer Zeit, in der äußere Einflüsse so sehr unseren Geist aufwühlen, ablenken und einspannen, dass genau hier die Schwierigkeit liegt. Einfach mal stille sein und auf Gott lauschen. Volle Terminkalender spielen bei dieser Schwierigkeit sicher eine Rolle. Die sind, wie ich denke, noch das kleinste Übel. Ich weise vielmehr darauf hin, dass in keinem anderen Zeitalter als in unserem so viel Musik, Motorenlärm, Fernsehen und künstliches Licht uns nebenher ständig begleiten. Die Menschen in den vergangenen Epochen hatten es in ihrem Leben deutlich stiller und schlichter als wir. Sie haben es gut verkraftet. Außerdem glaube ich, dass von Natur aus eine Angst vor der Stille in uns wohnt. In der Stille könnten wir nämlich bemerken, was wir gar nicht bemerken wollen. Eine kleine Martha in uns lenkt sich vielleicht auch gerne von sich selber ab. Internet und Fernsehen bieten dazu viel Gelegenheit, wenn es gerade nichts zu tun gibt. Was macht Maria? Maria setzt sich hin und lauscht auf Jesus. Maria hält Andacht und ist dabei nicht allein. Jesus ist bei ihr. Maria muss einiges gespürt haben, als er bei ihr einkehrte. Maria spürte anscheinend bei Jesus diese Liebe Gottes, die uns niemals alleine lässt, von der uns nichts scheiden kann, wie Paulus schreibt. Jesus, der Sohn Gottes, zu dessen Füßen Maria sitzt, wird demnächst in Jerusalem am Kreuz sein Leben lassen. Er gibt sein Leben für Maria, für ihre Schwester, für dich und mich. Es ist diese Liebe Gottes, die nicht lassen kann von uns, gerade von uns, die wir oft so hilflos in uns selbst verstrickt sind. Und allem Anschein nach ahnt Maria, dass sie diese Liebe Gottes in Person bei sich im Hause zu Gast hat. Deswegen sitzt sie Jesus zu Füßen. Als ihre Schwester Martha Jesus auf Marias Verhalten hin anspricht, antwortet er ihr: Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Maria empfängt etwas von Jesus, das ihr keiner nehmen kann. Im Johannesevangelium sagt Jesus an einer Stelle: Wer mein Wort hält, wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Jesus hat Worte für uns, die ewig halten. An Jesus und seinem Wort können wir ewig festhalten. Alles andere vergeht an unserem sterblichen Leib. Nehmen wir Jesus mit seinem Wort für uns an, nehmen wir ihn in uns auf, dann wird etwas in uns wach, das nicht sterben kann. Mit Jesus erwacht in uns etwas zum Leben,
das nicht den Gesetzen der endlichen Welt unterliegt, die vergeht. Als Jesus in Jerusalem dann später gekreuzigt wurde, weckte Gott ihn 3 Tage später von den Toten auf. Damit verbürgt Jesus, dass alle, die ihm nachfolgen, Teil sein dürfen von dieser übersinnlichen, ewigen Realität, die Gott mit ihm in uns schafft. Da, wo es dir wichtiger wird, Jesus nachzufolgen, als in deiner endlichen Verstrickung hängen zu bleiben, da beginnt ewiges Leben. Maria muss das alles geahnt haben, als sie Jesus zu Füßen saß. Das ist ihr nicht entgangen, dass diese ewige Realität und diese unendlich große Liebe Gottes bei ihr daheim zugegen war. Eine Frage bleibt: Was stärkt eigentlich die Maria in uns? Wie kommt Gott in meine Stube hinein? Bei Maria lerne ich vor allem eines: Nimm dir Zeit für Gottes Gegenwart, nimm dir Zeit, Gott wirklich zu schauen. Suche seine Nähe, verweile in seiner Gegenwart. Wir Christen haben klassischerweise dazu Gelegenheit im Gebet, und so kann ich es auch formulieren: Nimm dir wirklich Zeit zu beten. Im Gebet kannst du vor Gott die Dinge aussprechen, die dich bewegen oder auch an andere Menschen denken. Von Maria lerne ich noch dazu: Wichtig ist vor allem, dass ich mir bei dem, was mich bewegt, Gott innerlich gegenwärtig halte. Gebet ist eine Sache meiner Intention. Ich kann dabei sprechen, ich kann denken, schweigen. Hauptsache, ich stelle mich dabei vor Gottes Gegenwart. Und es ist wichtig, dass ich auf Gott höre, was er mir zu sagen hat. Nimm dir Zeit, auf Gott zu lauschen. Du musst Gott nicht zutexten. Auch er hat dir was zu sagen. Weiter lerne ich von Maria: Nimm dir Zeit für Gottes Wort. Ich könnte auch sagen, nimm dir Zeit für Jesus. Jesus selbst ist das fleischgewordene Wort Gottes. Das Wort Gottes im Buchstaben ist die Bibel. Um die Bibel am besten zu verstehen, macht dir klar: Jesus ist die Mitte der Heiligen Schrift. In seinem Wort ist er auch heute bei uns. Damals, als er bei den Schwestern einkehrte, wandelte Jesus wie wir als Mensch auf dieser Erde. Er wird es auch wieder tun, nämlich am Tag seiner Wiederkunft. Und bis dahin leben wir in einer eigentümlichen Zwischenzeit. Jesus ist auch heute nah bei uns, und irgendwie ist Jesus auch hoch erhoben über uns in himmlischen Sphären. In dieser Zwischenzeit ist Jesus uns nah mit seinem Wort, das heißt, er ist uns nah in der Bibel. Willst du es machen wie Maria und seine Worte behalten, dann lies die Bibel. Denke ich über die Geschichte von Maria und Martha hinaus einen Schritt weiter, lerne ich noch ein drittes. Lasse dich von anderen Menschen anspornen für deinen Weg mit Gott. Lass uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken, heißt es im Hebräerbrief. Lebendige christliche Gemeinschaft lebt von geistlicher Atmosphäre. Sie lebt von ihrer Offenheit für heilige Inspiration. Das Wort, das mir mein Bruder oder meine Schwester zuspricht, hat eine andere Kraft als das Wort, das ich mir selber zuspreche. Zusammen zu beten oder im Gebet einzuwerden, wirkt anders in der unsichtbaren Welt, als allein zu beten. Hat alles seinen Platz, allein beten, zusammen beten. Jedes da, wo es richtig ist. Wir leben in einem Land, das seiner eigenen christlichen Vergangenheit zunehmend gleichgültig oder sogar feindselig begegnet. Es ist unentbehrlich für Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, dass sie sich untereinander anspornen. Die außerchristliche Welt um dich herum spornt dich auch an, nur oft zu ganz anderen Dingen. Geistliche Freundschaft und geistliche Gefährten beeinflussen uns nachhaltig. Das strahlt nach außen aus. Willst du als Christ in dieser Welt einen Unterschied machen, der für andere glaubwürdig ist, dann brauchst du Folgendes: Dass Gott, die Quelle allen Lebens, dich täglich nährt, dass du es an andere weitergibst und dass du von anderen empfängst. Ich lade jeden, der es möchte, ein, mit mir zusammen zu beten.
Jesus Christus, es tut mir leid, dass ich andere Dinge höher angesetzt habe als dich. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Ich danke dir, dass du trägst, was mich von dir trennt. Ich danke dir für deine Auferstehung. Ich danke dir, dass du mir Wohnung bereitest in der Ewigkeit. Leite mich mit deinem Heiligen Geist. Öffne mein Herz für deinen Blick. Schaffe von mir fort, was dich betrübt. Du liebst die anderen Menschen genauso wie mich. Lehre mich, sie mit deinen Augen zu sehen. Zeige mir Menschen, die mich darin stützen, dir nachzufolgen. Mache mich zum Segen für andere. Schenke mir Freude an deinem Wort. Schenke mir Sehnsucht, dein Antlitz zu schauen, dich zu erkennen und in dir verherrlicht zu werden. Jesus, ich preise dein Blut, das mich befreit und alles neu macht. Jesus, in deinen Namen binde ich die Mächte des Zweifels, der Lüge und der Angst, die mich hindern, dir nachzufolgen. Himmlischer Vater, dein starker Arm, gebrauche mich in Jesu Namen. Amen.